Tü. Hofi, wie geht's, wie steht's? Ah, guck mal, wurde noch nicht bei dir weggeräumt, das Ganze. Weiß ich nicht. Obwohl, ist, glaube ich, noch nicht so lange her. Aber alle Gäste sind weg. Freut man ja eigentlich auch direkt auf. Na ja, gut. Aber dieses große Räume durchsuchen mit, ob hier irgendwas ist zum Anschauen, das hasse ich immer, ne? Wer bezahlt denn sein Bier mit einem Scheck? Oh, Moment. Niemand könnte es mir vorwerfen, wenn ich meine Trauer ertränken wollte. Mal machen, Ich ne? denke, Gabe hatte mehr Spaß an seinem Job als alle anderen. Times Duckys told John Denver Poker Story. Ah, okay. Ich kann einfach nicht glauben, dass Steph diesen... Komm, dann hauen wir mal eine Platte jetzt rein. Welche nehmen wir? Die sieht eigentlich ganz sympathisch aus, die Platte hier. Sag ich mal. Ach, guck mal hier, der Bär, der eine Pizza isst. Das ist es doch. Das ist es. Komm. Hab mich nicht abgeholt. Nee. Das ist doch gut. Ist doch okay. Gehen, Schädel. Jodan. Na? Chad hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Stil. Ich würde I das know. Steakhouse-Chic nennen. Es ist noch gar nicht 23 Uhr und das ist unter der Woche und der Stream ist an. Ach du Scheiße, was ist hier los? Sie sehen glücklich zusammen aus. Kurz mal in die Einstellung was gucken. Will mal so. Ja. Doch, so. Diesmal sind doch keine unmenschlichen Zeiten, ja. RM I und know. TB. Wer die wohl waren? RM und TB sagt mir jetzt auf dem ersten Moment auch nicht wirklich was. Oder noch ein bisschen was snacken. Also, ey, ganz ehrlich, den Donut wird man sich doch jetzt safe mitnehmen, oder? Man ist in der Trauerphase, da ist Donut am Start. Würde ich sogar ohne Trauerphase zugreifen. Würde ich jetzt nicht nachvollziehen können, wenn sie jetzt nicht zugreifen. Verstehe ich nicht. Die Guckt sich haben lieber den sich Stuhl an. ganz schön gefetzt da hinten. Aber wir mal ein bisschen auf, ne? Hey, das musst du nicht machen. Wo Zu kommst du denn spät. hinterher? Ich möchte mich entschuldigen. Im Namen aller. Wir trauern alle, aber das macht's nicht besser. Es war die Trauerfeier deines Bruders. Ihr beide habt was Besseres verdient als ein paar Idioten, die streiten. Mac ist schuld. Ich weiß es zu schätzen. Bin mir noch nicht so sicher, ob Max schuld ist. Deswegen würde ich sagen, ich weiß es zu schätzen erstmal. Auf dezent antworten. Ich weiß es zu schätzen. Ja, warum fliegt der denn direkt? Kommt da raus. Es war ziemlich hart. Auch wenn es wohl kaum eine gute Version einer Trauerfeier geben kann. Nein, es gibt keine gute Version. Wir versuchen nur, es so gut wie möglich zu überstehen. Das war nicht die erste Trauerfeier hier. Und wohl auch nicht die letzte. Naja, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Ich rede noch mal mit Mac. Er lügt so krass. Ich weiß nur nicht warum. Bin ich mir noch nicht so sicher. Eine Idee, wo ich ihn finde? Ja, er hilft Eleanor im Blumenladen. Such am besten dort. Danke. Bin mir nicht sicher, ob Mac das war. Nur noch ein guter Rat. Du wirst vielleicht nicht die Antwort finden, die du suchst, wenn es denn eine gibt. Also, setz nicht all deine Hoffnung auf McLauden. Verstehe, das muss ich. Nee, verstehe ich. Es ist sehr lieb von dir, aber was soll ich sonst nur tun?
Ich wünschte, ich hätte eine Antwort für dich. Aber wenn du Zeit hast, bevor du einen auf Dirty Harry machst, dann schau bei der Apotheke vorbei. Charlotte will dich sehen. Und eins noch. Den wollte ich dir die letzten Tage schon geben. Aber ich hab dich da oben nicht stören wollen. Damit kommst du durch diese Tür. Und die da oben. Oh, nice. Das ist jetzt dein Zuhause. Solange du möchtest. Und Miete? Solange ich möchte? Fragen wir nach der Miete? Doch, komm. Was ist mit Miete? Ich will kein Schmarotzer sein. Mach dir darum keine Sorgen. Wenn es irgendwann soweit ist, finden wir dafür schon eine Lösung. Danke. Zeig's ihnen. Gehen wir eigentlich auch irgendwann noch zur Schule oder so? Ich weiß es noch nicht. So richtig angekommen sind wir ja auch noch nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Hey, das war schrecklich. Das hättest du nicht sehen sollen. Ich weiß, dass du gerade eine Menge durchmachst, aber könnten wir uns unterhalten? Ich weiß, dass ich viel verlange, aber ich muss wirklich mit dir reden. Ah, komm. Können wir noch mit ihm reden? Wie kann ich das denn jetzt machen? Ja, hier noch ein paar Trauerbotschaften, aber die gehen wir mal alle ganz kurz so durch. Hey ho, cool Gamer, wie geht's? Was kann man sagen? Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend? Wie ist gerade, wann bist du heute aufgestanden? Was für die steckt ihr Telefon weg und ich kriege eine neue Nachricht. Was? Vor einem Jahr war ich bereit, diesen Ort zu verlassen, weiterzuziehen, wie ich es immer tue. Und vor einem Jahr war Gabe und der Grund, dass ich blieb. Und obwohl er jetzt fort ist und obwohl ich ihn vermisse, wie verrückt, habe ich immer noch Gründe zu bleiben. Danke, dass du mir das gezeigt hast, Alex. Ich bin seit 13 Jahren wach. Das glaube ich dir sogar. Aber er ist um 8 eingeschlafen. Na, okay. Können wir heute gemeinsam irgendwelchen komischen Stuff reden, weil wir beide schlaftrunken sind. Das haben wir uns alles schon angeschaut. Glas, das Glas gucken wir uns mal an. Mocke ist doch irgendwie ein bisschen laut, oder täuscht das gerade? Gabe hätte es gefallen, dass es auf seiner Trauerfeier Bier gab. Also ganz ehrlich, ich sag euch, auf meiner Trauerfeier... Da sollen sie auch Spaß haben. Voila, what's nach Life is Strange? Voila, immer gute Frage, wenn ich gerade erst angefangen habe. Was ist das Mindeste, was ich tun kann? Nee, weiß ich tatsächlich noch nicht, was wir heute noch machen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Ich hoffe, Ducky hat die nicht alleine ausgetrunken. Sag ja, die bestimmt alleine ausgetrunken. Sie müssen sich sehr nahe gestanden haben. Ja, safe. Armer Ethan. Wenn Arbeit nervt. Ich dachte, Arbeit ist immer vor deiner Schule. Ich stand bestimmt von Havens DJ, ganz klar. Gabe Chen, verurteilter Raser. Vielleicht finde ich oben etwas, das ich der Gedenktafel hinzufügen kann. Uhu, dieser Uhu ist ja anders wild. Und ich arbeite, wann ich will. Aha. Den hat wohl niemand gebraucht. Eigentlich sollte es heute regnen, aber am Himmel ist keine Wolke. Ist das Jed? Ohne seinen Bart? Ey, Mord, Musik ist doch voll laut, oder was? Die Cloud-Strecke mal ein bisschen runter. So. Ja, so geht's. So geht's.
Bin noch ein bisschen laut, glaube ich. So. Jetzt haben wir aber auch ehrlich alles eingestellt. Musst du fertig sein bald? Okay. Du musst bald fertig sein mit deiner Arbeit. Aha. Ich habe übrigens Felix Berggaugeräte muss ich echt nie wieder in meinem Leben dein sehen. Kollegen gerade eben auf den Server gelassen, ne? Warum fühlt sich das wie eine Challenge an? Bist ganz, ganz leise, ich verstehe dich nicht. Ja. Ich werde mich den Rest meines Lebens fragen, was passiert wäre, wenn Ryan das Seil nicht durchgeschnitten hätte. Geht ihm sicher genauso. Irgendeiner hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob er auf dem Server könnte. Er kommt wohl von dir oder so. Nicht schlecht, Aki. Cool wins, everyone else ein. Lucky kann's auf jeden Fall. Ich hätte gern gesehen, wie mich Gabe im Boah, Billard eine Runde fertig macht. Billard spielen jetzt hier drinnen im Game wäre auch nice. Hopp, safe noch, oder? Wollen wir ein trauriges Gesicht machen mit den Pfeilen? Was sagt ihr? Machen ein trauriges Gesicht. Ja, immer schön traurig gucken, ja klar. Das Suicide Squad habe ich noch nicht geguckt, würde ich mir natürlich gerne Schon viel angucken. besser. Kann man es noch ändern? In was kann man es ändern? Glückliches Gesicht. Komm, dann machen wir doch ein glückliches Gesicht. Ich habe nur gehört, wie du gesagt hast, Kartoffel ist der beste Snack. Ja, stimmt doch auch. Jetzt haben wir ein schönes, lächelndes Gesicht. Jetzt lassen wir das aber so, Mann. Wenigstens einer ist glücklich. Denke In der mal, Nacht Suicide gab es Squad meint er, Aufmut und ne? Aufopferung. Suicide Squad, Hat aber nicht gereicht. würde ich mir auf jeden Fall angucken. Aber ich warte damit, bis das irgendwann irgendwo zu sehen ist auf irgendeiner Plattform, Netflix, Amazon, ja, Amazon oder Disney Plus oder so. Irgendwo da. Teil 1 ist kostenlos auf Amazon. Okay. Achso, ja, der erste Teil. Ja. Aber der zweite Teil kommt jetzt ja bald. Oder ist im Kino oder so? Wir gehen mal raus. Ja, ist im Kino. Aber der soll relativ schnell wieder rauskommen aus dem Kino, so wie ich das gehört habe. Okay, Jet meinte, ich finde Mac vielleicht im Blumenladen. Aber ich habe Zeit, in der Apotheke vorbeizusehen, falls ich will. Okay, also optional könnten wir noch in die Apotheke. Das machen wir auf jeden Fall, würde ich sagen. SMS haben wir bekommen. Von Steph. Nichts Wichtiges. Ich erzähle es dir, wenn du hier bist. Aber da können wir auch noch vorbeigucken. Alex, kannst du in der Apotheke vorbeischauen? Ich denke, ich brauche deinen Rat. Okay. Also, untersuche den Blumenladen. Dann gehen wir als allerletztes hin. Vorher gehen wir natürlich noch im Plattenladen, Apotheke besuchen und Gedenktafel. Da machen in der Gedenktafel. Das ist ja hier im Laden, ne? Da müssen wir ja auch noch was suchen für. Ah, ich weiß was. Hä, da könnten wir doch eine die eine Platte hinpacken. Oh, hast du von dem Unfall gehört? War es in den Nachrichten?
Hey, lass das mal machen. Lass mal kurz so eine Musikplatte, weil Dings als Gedenk zu der Gedenktafel hinzufügen. Das wäre es doch. Ja, Mom. Ja, Mom. Mein Job bei Teil. Müsste er eigentlich oben sein. Und das ist doch die Gedenktafel, oder? Ja, Gedenktafel, yo. Nice. Hast du gestern nicht gestreamt, weil du keinen Bock auf uns hattest? Nee, weil ich es zeitlich nicht ganz hinbekommen habe. Alleine, weil ich keinen Bock auf euch hatte. Wow. Ob ich hier oben etwas finde, das ich zu Gabes Gedenktafel hinzufügen kann? Ja, safe. Also der wäre nice, aber den checkt er nicht. Das Foto. Lass uns doch das Familienfoto hinpacken. Vielleicht sollte ich das nach unten bringen. Familienfoto wäre nice. Also... Kultur macht gar keinen Sinn. Ein Besen? Könnte ich rein theoretisch den Besen sagen? Tut mir leid, dass ich nicht mitgespielt habe, so, Gabe. Okay. Videospiel. Gabe hat mir immer den Controller aus der Hand geschlagen, wenn er dachte, ich würde gewinnen. Idiot. Du warst ein treuer Begleiter. Kurz weg. Alles klar, Felix. Comic. Ja, das... Ich würde sagen, das Familienbild machen wir. Das Familienbild machen wir. Ich muss mal kurz. Irgendwie. Ich war nicht ganz zufrieden mit der Videoeinstellung. Laser. Es gibt gerade wenig Grund zum Feiern. Ja, dann nehmen wir das Bild. Würde ich sagen. Gitarre wäre auch nice. Hey, Shushu. Danke, dass du hier bist. Vielleicht sollte ich das noch unten bringen. Ja, das Bild nehmen wir. Dich nehme ich mit nach unten. Oder den da einfach hinpacken. Ich sag euch, irgendwann, wenn ich das Spiel beendet habe, werde ich da auf Platz 1 stehen. Ich bin zwar noch unter, also irgendwo Top 20 oder so, aber irgendwann schaffen das Spiel auf Platz 1. Ist mir scheißegal, wie lange das dauert. Ich bin froh, was für Gabes Tisch gefunden zu haben. Ja, legt hin die Sachen. So, und derzeit, wo sie das jetzt da hinlegt, höre ich das so schön an und ich hole mir ganz schnell was frei. Boah, ich habe es einfach genau pünktlich geschafft. Was sagt ihr dazu? Ey, stell das da doch vernünftig hin. Ja, alle Bilder liegen. Okay, easy. Jetzt hier? Kann man sich hier noch einen kleinen reinnaschen? Nö. Schade. Puffy kommt, er rennt weg. Ne, Puffy ist schon... Er ist heute mit als erstes da gewesen, tatsächlich. Haben wir uns den Schädel schon mal angeschaut? Chad hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Stil. Ich würde es Steakhouse Chic nennen. Es ist halt wirklich so voll geil eingerichtet. Für die Gegend passt das zu 100%. Die Kneipe und so, finde ich.
Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Nein, Mom, es würde nicht helfen, wenn du sie anrufst. Einerseits gibt's die offene Straße und die Freiheit, vor meinen Problemen wegzulaufen. Andererseits die Helmfrisur. Manchmal sind ja auch wirklich so belanglose Sachen, die man sich anschaut. Aber ich bin halt auch nicht erst irgendwas nicht entdeckt haben, so. Deswegen gehe ich hier mal gerne mal ein bisschen rum. Oh, wie viele Fische Ducky wohl in dem Teil gefangen hat? Wenn sich der jetzt auch langweilig hinsetzt, ne? Will ich ohne Gabe überhaupt hier bleiben? In diesem Bundesstaat, den ich überhaupt nicht kenne. Und in dieser Stadt, in der ich noch nicht mal seit einer Woche bin? Nicht, dass ich irgendwo sonst hin könnte. In Portland wartet nichts und niemand auf mich. Na also, hast du doch deine Antwort. Fuck. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Eines ist sicher. Ich muss wissen, was mit Gabe passiert ist. Vorher gehe ich nicht. Kannst du jetzt nicht auf komisch hinsetzen, oder? Uff, Depri, anders Depri gerade gewesen, ja. Aber gut, sie hat ihren Bruder verloren, ist alles gut, ne? Ich war eigentlich als allererstes da, hab aber nichts geschrieben. Jo, das stimmt. Moin. Mal bei dem Typen was machen? Moin. Vito, irgendwas. Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Oh, den ganzen Park jetzt anschauen. Voll viel. Es fühlt sich so komisch an, sich auf eine Feier vorzubereiten. Moin. Oh, Verzeihung. Schon gut. Ich habe ihn ganz sicher gehört. Das war sein markantes Gezwitscher. Aber wo ist er? Sucht sie nach einem Vogel? Ich halte die Ohren offen. Gut, wir müssen nach einem Vogel suchen. Wir müssen einen Vogel suchen. Was ist das hier? Was, wenn ich ein Ausnahmetalent im Discgolf bin, aber nie die Chance hatte, es herauszufinden? Ich denke, es ist wahrscheinlich besser so. Kann alles sein. Oh, Schnitzereien. Was soll uns dieser Baum sagen? Liebe überdauert alles? Dafür habe ich jetzt echt keinen Nerv. Sorry fürs Plattmachen eurer Berge. Hier habt ihr eine Parkbank. Ihre Parkbank? Sehr nice. Ohne das Paddeln wäre Kajakfahren echt mega aber entspannend. Aber in der Gegend Kajakfahren ist schon top. Ist schon top. Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Wäre mir auch echt zu viel, sag ich euch ehrlich. Was ist hier? Ich mache den Barjob noch nicht allzu lang, aber ich bin ziemlich sicher, dass die in der Bar sein sollten. Umweltverschmutzung. Oder unten Ethan. Wird auch ein spannendes Gespräch wahrscheinlich. Erinnert mich irgendwie an The Wicker Man. Cool. Wicker Man. Zeitungsleser. Guck mal, was seine Stimmung sagt. Furchtbar. Er war noch so jung. In dem Artikel geht es sicher um Gabe. Aber jetzt können wir nichts mit ihm machen, ne? Wir können uns das nur anhören, okay? Das mit der Zeitung bin ich? Ah, okay, alles klar. Ich glaube nicht, dass die Stadt Teil einer heidnischen Sekte ist. Aber ausschließen kann ich es nicht. Ich finde den Baum mega geil geschnitzt. Sagt ehrlich. Passt zu mir. Also ich wüsste gar nicht, was da zu mir passt. Wirklich. Die Schnitzereien haben wir. Haben wir uns die hier schon angelunzt? Du schreibst einen Roman? Seit wann? Oh. Was, wenn ich morgen sterbe? Genau wie dieser Typ. Hatte ich ein gutes Leben? Was soll man darauf bloß antworten? Wir wollten doch sowieso einen Kurs zusammen machen.
Wer ist mit? Noch eine Baumskulptur, Alter. Im Moment wäre ich wirklich nicht überrascht, wenn das Frühlingsfest mit einem Opferritual endet. Liest gerne Zeitung. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie eine Zeitung gelesen. Also nie intensiv. Ein Artikel vielleicht kurz durchgelesen, wenn er nicht zu lang war, aber sonst nie so wirklich.